kurz Pause So. gemacht, ein paar Sachen ausgetauscht oder nochmal überlegt, was wir jetzt weitermachen können. So, genau, die große Sämaschine habt ihr gerade gesehen, ist gerade verschwunden. Jetzt sind sie auch wieder synchro. Was? Ja, ist okay. Die große Sämaschine ist gerade verschwunden. So. Ja, wie ihr seht, ich kann euch mal was zeigen im Shop. Wir haben uns jetzt für die 9 Meter Federstedt entschieden. Und haben jetzt hier bei Diverses, ist das, oder? Diese Big Bags. Damit kann man dann, das werdet ihr dann aber sehen, kann man die Sämaschine dann mit einem Sack über Teleskoplader oder so befüllen. So, jetzt sind wir nur gerade mal. Kevin, komm mal da bitte runter. Dann kann man auf jeden Fall, wenn wir den 39er nehmen, ne? Moin, Benne, 90. Moin, Benne. Den 939er nehmen einmal und den 936er oder wie? Oder wie machen wir's? Den Johnny und den großen Fan dafür. Ja, gut. Kevin, willst du Okay. säen? Mit dem Mr. 939er? Digger. Dann kannst du los. Dann fahr schon mal zum Händler. Und Bauernbu, willst du auch säen? Kann ich machen. Oder ihr wollt sehen, ist mir egal, was ihr Ja, den Zuschauern gerne bieten wollt. ich habe ja jetzt gerade gesät, deswegen wollte ich jetzt Okay, den Zuschauern dann noch gehe was ich anderes los. bieten. Genau. Okay. Dann kannst du mit Kevin zusammen zum Händler. Du besorgst alles, Chris? Ja, dann kaufe ich euch noch eine zweite Sämaschine dazu. Mein Schneidwerk, mein Gewicht. Ja, klar, Galdrin. Ist alles okay wieder. Bene So, und ich 90, mache mich vielen mit dem Dank für dein Follow. Teleskoplader mal auf den Weg. So, ja, dann fange ich an. Also, ja, sollen wir da noch ein Feld kaufen oder wie? Du hast noch 389.000 zur Und Verfügung. welches wollen wir denn nehmen? Das darfst du entscheiden, Großer. Was haltet ihr denn von der 12? 12 ist doch verrottet, oder nicht? Guckst du bitte Ach vorher nach? ja, das kann sein, dass die verrottet war. Das kann gut sein. Was ist denn mit Feld 13? Ja, die Feld 12 ist verrottet. Feld 13 ist okay. Was ist da? Ist Raps. Haben wir Raps? Ja, komm dann. Raps gibt Dann cooles schnapp ich Geld. mir direkt den Drescher und fahr dann zu Feld 13. Welches Schneidwerk hast du denn dann, Sascha? Wir haben nur eins noch momentan. Hi, Phantomatic. Da, wir sind wieder zurück. Welchen Drescher nehme ich denn? Wir haben ja jetzt zwei Drescher. Nur den 600, also mehr Kapazität. Warte mal, den Trigger finden. Aber ein bisschen Geld muss ich ja noch überlassen, ne? Ja. Wir brauchen ja noch so einen schönen Kampf, ne? Oh Ja. ja. So, ich nehme den 600er Lexion dann, ne? Habe ich bis hierhin gehört. Kaufst du noch einen? Bitte? Nee, wir haben zwei Drescher. Echt? Ja, ein 600er und ein 580er. Wieso haben wir zwei Drescher? Den hatten wir doch geholt, Chris, als wir Mais runtergeholt haben. Haben wir ihn gekauft? Ja. Ist nicht wahr. Wer kommt denn da vorne? Gerade angefahren. Was? Oh, Ah. Galdrin. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt zum Händler, um Ja, die ich auch. Zeit. Ach, von mir. Chris, wie fährst du denn? Wieso? Kreuz und quer. Nee. Alles gesehen. Tja, Chris, jetzt hat der Kevin nicht angeschissen. Alter, was ist denn das hier für ein Sitz? Kannst ja gar nicht nach hinten gucken. Wenn das ist noch eine Beta-Version vom Trecker. In der nächsten Version hast du einen Sitz, wo du rüber gucken kannst. Ach so, okay. Ah, okay, Benne 90. Da hast du dann auch volle IC-Steuerung, wo du Auspuffblende und so weiter machen kannst. Kevin, ich muss dich gleich auffüllen hier. Ach so. Mika LP, Lass mal vielen auf. Dank für dein Den Follow aufklappen, ne? und herzlich willkommen. Würde ich machen, macht am meisten. Ach, toll, jetzt ist das Ding. Ich kann ja wieder. Was für eine Sorte wollt dann sehen? Auf Feld 18 hatten wir denn nicht Raps gesagt? Ja. Raps, okay. Bei wem? Fahr mal ein Ja. Stück vor, du hängst da irgendwo rechts im
Container oder was da ist. Jo, ich seh's. Hi, Marek, der LS-Zocker. Die Blümchen waren Raps, ne? Warte. Chris, ja? Wie kann ich nochmal den Limiter hochsetzen, also diese Prozentzahl, ohne dass ich das auf dem Joystick habe? Weißt du, welche Knöpfe? Steuerung, Taste auf, Taste ab, Steuerkreuz. Ah, warte, da war das Shift. Shift und Dingens. Mal Shift? Ja, deswegen fuhr der Trecker, der Drescher hier auch nur so weg? Langsam. Was sagst du? Ne, Bauernbuch, einmal. Was denn? Ich fahre weg, ja. Leute, diese drei Pflänzchen, das waren doch. Das war doch Raps, ne? Nein. Raps sind diese drei Blümchen. Ja, manchmal. Lucky Gamer Boy, also auf die Stappenbach werden wir erstmal nicht wieder gehen. Wer will? Ja. Wenn du I auf I drückst, dann siehst du doch auch im Hub, wie das Symbol für Raps ist. Kannst ja durchblättern. Jo. Damit wir nichts Verkehrtes sehen. Das haben wir gleich ein Problem. Nee, dann auch nichts. Chris? Das ja. Ding ist ja mal geil. Der Mikrofon ist gerade wieder am Spinnen. Eieieiei. Ah, Kevin, das hat Art, wa? Oh. Ja, das ist irgendwie am Rauschen so, oder? Sag euch, mehr. Bei euch auch, oder, Bauernbub? Ja. Nimm mal runter den Sack, Chris. Jetzt? Sack ist leer, ne? Warte. Ja. Warte. Ne? Geht das denn jetzt nicht? Remove Sack mit B? Ja, warte mal. Taste B. Ja. Komm mal, das Ding kommt. Warte mal. Ja, jetzt habe ich den Mod hier von. Arges Sonnenschein schon drin. Ah, da ist er doch. Was hab ich denn gemacht? Was du abgenommen hast. Gut gemacht. Soll ich richtig gemacht. Seid ihr schon am Befüllen? Weil dann würde ich das den Zuschauern mal gerne zeigen. Könnte ich mal bei irgendjemandem reinspringen? Jo. Beide frei. Okay. Das würde ich nämlich mal gerne zeigen. So, das hier ist unsere neue Errungenschaft mit diesen Säcken hier. Und die Federstedt. Das heißt, mit den Säcken kann man jetzt schön die Saatmaschinen befüllen. Weil man ja mit den Federstedt nicht mehr richtig unter den Überladewagen fahren kann. Chris, du hast wieder Kabelbruch? Bist du schon voll, Bauernbub? Nein. Er muss nur jetzt ablassen, dass der Sack abgenommen werden kann. Welche Säge? Der Sack muss abgenommen werden von der Gabel. Ist der leer? Mhm. Ja. Ja, kannst du gleich machen, wenn er auf dem Boden liegt oder so, musst du die Taste B drücken. Nee. Ja, jetzt geht's, aber du bist jetzt relativ leise. Immer noch? Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Und dann ist der Sack weg, oder wie? Jetzt kannst du B drücken, dann ist er weg. Okay, muss man also die jedes Mal kaufen, ne? Aber das ist auch ein bisschen lauter vielleicht, Chris? Ein bisschen lauter. Ich kann ja nichts von der Lautstärke einstellen. Chris? Ja? Die Seemaschine hat aber Fahrgassen. Ja? Ja. Dann werde ich einstellen. Wie passen da rein, ey? Warte, ich guck mal. 4000 meine ich, ne? Das sind 4 Säcke. Kann jemand nochmal 4 Säcke kaufen? Ich bin bei 59%. Ich habe keine Berechtigung zu kaufen, also müsste das jemand von euch machen. Die Säcke. Spurreißer einstellen, Taste N. Wo habt ihr die Säcke her? Die habe ich von Forbidden Mods. Forbidden Mods.
Aber man muss die Säcke immer kaufen und dann, wenn die leer sind, mit Saatgut, richtig, die sind gekauft mit genau, Saatgut. Genau, die werden gefüllt mit Saatgut und wenn die leer sind, dann, ja. Lassen sich aber auch mit dem Anhänger transportieren, mit dem Ballenwagen. Ich glaube, einer passt noch rein, ich bin bei 84%. Kaufst du denn welchen, Matze, nochmal? Wie viele denn noch? Stück. Wie viel? Ich glaube. 4 Stück brauchst du nochmal. 1. 2. 3. 4. Das sieht geil aus. Ja. Es hat auf jeden Fall Art. Sowas sieht man nicht oft. Das können wir auch mit den kleinen Anhänger dafür nehmen, weil darauf kannst du sie, glaube ich, bestimmt fixieren. Das müsstest du auch mit dem HB80 Ballenanhänger machen können. Nee, der ist noch nicht leer. Achso. Willst du das noch machen, Matze? Ich fahr dir dann gleich hinterher, ne? Ja? Nee, mach mal, Chris. So ist auch okay. Oh. Bauer und Bub? Ja, bitte. Kannst du vielleicht mal bitte eben die Rundumleuchten anmachen? Der hat hinten auch 2. Ah, okay. Ne, ist gut. Kannst du da ausmachen. Was, kannst du Rundumleuchten? Hier, und das ist der Fahrgassenskript hier hinten. Ah, das ist natürlich auch cool. Das ist natürlich cool, wenn wir mit Spritze arbeiten, ne? Mit Pestiziden und Herbiziden, ne? Aber wir machen ohne Fahrgassen, ne? Das finde ich ja nicht ganz cool mit. Ja, ich würde. Machen wir mit, ist auch kein Problem. Aber ja, jedes Mal wissen welche, ne? Ja, jede zweite oder dritte Spur. Da müssen wir gucken, für welche Länge, ne? Für jede dritte. 4,50 Meter, 9 Meter. Wow. Oh. Gut, ich gehe mal wieder in meinen Drescher. Was? Hier kann man noch die. Warte mal. Spurreißer einstellen. Spurreißer nicht, ist das. Wenn du M, Fahrgasse. Ja. Wenn du also jetzt hinten guckst auf deine Sämaschine. Die Fahrgasse runter. Habt ihr die Sämaschine genau. Vom Mottoster? Ja. Ja. Das ist die Federstep Version 1.2.1. Dann können wir ja gleich einmal ums Feld, glaube ich, hier rumfahren mit Fahrgasse, ne? Dann haben wir das schon mal geschafft. Nee. Das erste Mal nicht rum. Das heißt, bei der zweiten Bahn Fahrgasse. Achso, jo. Oder bei der dritten, ja. Wie weit geht denn die Spritze, wenn wir das für Spritzen machen? Dann müssen wir mal gucken, aber wir nehmen dann eine Anhängespritze, keinen Selbstfahrer, oder? So, ich fahre da mal zu Feld 13, da komme ich ja sowieso bei euch vorbei. Die Frage, wo da der Kaufpunkt ist bei Feld 13. Was ist denn auf Feld 13 drauf? Raps. Oh, dann mach mal wieder richtig Kohle. Oh ja, dann muss ja gleich jemand nochmal den Anhänger hinfahren. Jo. Macht ihr erstmal was, oder bis ihr da durch seid. Boah, der Teleskoplader sieht auch richtig geil aus. Wie viel passt denn da rein in so eine, die Federstedt? Ein Saatgut. Ja. Eine 4050. Alter, 4050 hast du die Reifen geändert? Ja, ich hab alles. Sehen ja mal richtig geil aus. Was hast du alles an der Dinge gemacht? Der sieht viel besser aus. Ja. Eine Textur nichts, oder? Ich hab die Reifen halt geändert. Hi, Marci, 163. Boah, ey, weißt du, wie der, Alter. Ja, das Ding hat aber noch einen Fehler, ne? Ja? Das österreichische Kennzeichen, ne? Mann, das ist doch alles, da, ne? Muss ein Paderborner Kennzeichen drauf. PB, KD und dann irgend so eine Zahl. Also, ich muss mal eben gucken, wo, So, mach die Tüte weg hier. Ja, ich bin auch schon dabei. Und ich habe noch einen Anhänger. Den werde ich auch gleich kaufen und dann haben wir genug Getreidewagen. Ja, aber dann haben wir doch
10.000 Anhänger. Nein, haben wir nicht. Doch. Das sind nur die beiden für die... Der kostet ja nichts. Kauf mal die zwei Fliegel. Oh. Kevin, komm mal nach hinten. Hi, Fabian. Kevin, guck mal. Lippo, das hier wird doch ja nicht. Moin, Neues. Moin, Neues. Leute, das ist doch mal geil, du. Der kommt aus Schlangen. Was ist denn hier los? Oder Detmold. Weiß ja, wofür Lippe steht, ne? Landwirt in Panik, ne? Ja. Alter, der ist immer richtig geil. Bist du zufrieden? Ja. Wenn da jetzt noch mal ein Ding im Vor wäre, irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal den New Orleans haben. Oh, das wäre so geil. Massi, die anderen zwei, also der Kevin und der Bauernbub, die fangen jetzt an zu säen auf Feld 18 und 17. Und ja, was macht der da jetzt drauf? Gerste erstmal? Auf Feld 18 wollten wir Raps machen. Ah, okay. Und so haben wir auch jetzt erstmal eingestellt. Ja, bin jetzt hier gerade den Verkaufsträger am Suchen. Okay, wenn ordentlich fahren, du bist ein Geld. Ja. Im Danico, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Ja, warte, ich fahre jetzt eh vorsichtig. Jetzt spinnt wieder mein Gas. Nee, also so, ich hab so Legs. So Vollgas Legs, ne? Oh, 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 was ist das denn? Hast aber auch Frontgewicht vorne dran, mein lieber Vater. Ist da hinten irgendwo der Kaufträgerpunkt, wo ihr vorbeigefahren seid? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Massi 163, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, hier ist der. Da muss ich auch hier zur Feldauffahrt. So, 183.000, 5,23 Hektar. Da haben wir nur noch 158 auf einmal. So, da muss ich mich mal eben drehen hier. Wenn du das gleich verkaufst, hast du wieder ordentlich Kohle. Wo kann ich mich denn jetzt hier vernünftig drehen? Drehen wir uns mal eben hier. Uiuiui, das wird eng. Nee, das wird nicht passen. Ach, ist das schon hier? Das ist Feld 18, Kevin. Oh. Ja. Wir uns jetzt nur... Meine Güte, ist das riesig. Ja, ja, da haben wir eine Ecke dran zu tun. Boah! Immer noch mit den kleinen zwei... Oh nein. Sind noch nicht klein, 18 Meter Arbeitsbreite habt ihr. Kevin, das ist ruckzuck gemacht, glaub mal. Schön GPS einstellen. Dann fange ich hier hinten an, ne? Am besten stellt ihr euch zu zweit das gleiche GPS ein, ne? Einer stellt ein, der andere kauft das ein bei dem anderen und gut ist. Ich kann nur nicht mal mit GPS arbeiten, ich habe das noch nie in dem gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Na gut, müsst ihr beide an der anderen Seite anfangen. Nur ihr müsst euch mit den Fahrgassen einig sein, ne? Sollen wir mit Fahrgassen machen? Okay. Ja, oder Chris, was sagst du? Ich würde sagen, mal ausprobieren. Wenn wir eh Drive Control, wenn wir sozusagen da durchfahren, dann sind da ja Fahrgassen drin, ne? Nein. Ja, ich meine ja nur. Ja, sonst lass die Fahrgassen erstmal weg. Wenn ihr jetzt nicht beide GPS habt und so, das ist ein blöd. Müssen wir Kevin GPS mal näher bringen demnächst. Ja. Nächster Chim, wenn das Kalb nur ein bisschen flackert. Ja, den machen wir jetzt weg. Abuje, ne? Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Hm? Ich sag, ich fange hier hinten an. Ja, mach das. Ich zieh schon mal lang durch, ne? Jo. Hast aber auch jetzt Raps eingestellt, ne? Ja. Gut. Paul, 8891, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. Chris, bist du noch da? Ja. Man hört dich nicht wirklich, wenn du was sagst. Ja, ich bin auch da. Achso.
Gabrielius, 135, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Wie kommt es eigentlich, dass wir den Kirovitz nicht mehr haben? Der wurde geklaut. Den hat der Schrotthändler geklaut. Ihr habt gerade viel für das Altmetall. Ja. Alles klar. Kevin? Ja? Aber nicht mit... Moin, Paul. Mit Vollgas durch die Prärie, ne? Dann fängt die an zu schlackern und dann kriegst du keine rein hin. Ja, genau. Ja, passt der... Oh, Wupp auf. Moin, Paula! Oder Paul, 88, ein Trecker vorne an zu wackeln. Ja, 15 reicht auch, ne? Aber Christi hebt gut aus. Ja? Das gefällt mir. Das haben wir aber Schickes gefunden. Gute Empfehlung, danke. Nur noch mal in der Geschwindigkeit, ich weiß nicht, kann man da was machen? So eingestellte Geschwindigkeit, dass man die herabsetzt? Ja, das kann man machen, aber du kannst ja auch über den Drive Control das machen. Wenn man so, ja. Ja, Tempomat ist ja kein Ding, aber. Ja, ja, dass das beschränkt ist, ne? Da hat keiner da auch nicht so schnell. Weil hier mit 30 km/h sehen, das ist ein bisschen. Naja. Kann ich immer runterstellen. Ich glaube, dann ist die ganz lecker. Natürlich gibt es bei uns kein Feiertag. Die Landwirte haben sowas nicht. Wo bist du denn da unterwegs? Hörst du die Seitenklappe nicht zu? Nee, voll, ne? Da ist sie zu breit. Wo seid ihr denn hingefahren, Jungs? Wir sind auf der 18. Gut mit dem Farmtag. Ja? 5 Säcke habe ich drauf. Das war gut. Ich komme auch gleich vorbei und bringe den Anhänger. Der hält die auch schön fest, ne? Da rutscht auch nichts. Kannst du auch die drauf. Palettengabel noch mit drauflegen, die hält auch noch fest. Vor allen Dingen ist es nicht ganz unrealistisch, dass ich die mit dem Teleskoplader ziehe. Das siehst du oft mit Teleskoplader und Big Bag. Ja, aber ich glaube, ein Drehschema und kein Tandem. Aber ich glaube, wenn ich mir einen neuen Tisch hole für mein Zimmer, dass ich dann wieder, sag ich mal, auf einen kleineren Bildschirm wechsle. Auf einen 30 Zoll. Wenn ich sogar ein bisschen größer. Hä? Okay. Aber weil das hier ein bisschen leckt bei mir, ne? Ja, das ist halt, du kannst Fernseher nicht mit Computerbildschirm vergleichen. Das ist das. Gut's bei mir gerade aber auch, Kevin. Kann aber auch mal am Server liegen oder an den Mods, weil wir jetzt immer mehr Mods auspacken. Okay. Das muss nicht an deinem Bildschirm liegen. Kann an allem möglichen. Weil auf meinen anderen Maps, sag ich mal, die ich in Singleplayer spiele, läuft alles einwandfrei. Mit welchem Trigger bist du denn unterwegs, Kevin? Mit dem. Was ist das? 939. 939, ne? Mhm. Ich komme jetzt vorbei. Ich hab den Johnny. Was Chris hat, weiß ich nicht. 28er. Mal kurz Frontgewicht besorgen hier. Ich bin gleich hinten mit der Ecke fertig. Haben wir denn jetzt so langsam ein paar Mods auf dem Hof oder Maschinen oder Geräte, die wir gar nicht mehr brauchen? Nö. Oder brauchen wir alles? Was ist denn, sag ich mal, mit den kleinen zwei Fliegel, die wir haben? Wir haben ja eigentlich die großen Hänger jetzt gekauft, zwei, ne? Fliegel brauchen wir dazu. Wir brauchen mehrere Anhänger, deswegen habe ich sie ja nur geholt. Ja, gut. Ja. Ne? Die beiden, die können zum Beispiel keine Mischration und Mist laden. Brauchen wir ja auch dafür. Oh, stimmt. Brauchst, das sind ja reine Getreideanhänger, weil da Mist rein, kriegst du die Dinger nicht komplett. Wegschmeißen. Oh Mann, jetzt muss ich hier durchfahren, ey, Scheiße. Egal.
Nützt nichts. Die brauchen aber ziemlich wenig Saatgut. Ja. Ja. Ja, also. Naja, du hast auch 4 Tonnen drin, oder? So. Wie viel Prozent hast du? 82 bin ich jetzt. Ja, ich bin bei 84. Oh, sind ja auch 4500, ja, also. 4050. Warte mal kurz, da hinten können wir zusammen runterfahren. Nachher komme ich dir entgegen und das ist doch nicht so cool. Ja, das ist nicht so cool. Bin jetzt hier noch einen Blick für dich. Ja. Und noch eine kleine Bahn. Ist das schon 6:30, Junge? Geht schnell. Mach doch nichts. Seit 2 Uhr 5 Stunden spielen wir schon fast. Oh, ich finde, macht Spaß. Mal wieder. Mal wieder, immer. Ich glaube, man würde es nicht machen, wenn es einem keinen Spaß bringen würde, oder? Genau. Ich weiß nicht, wie ihr da so drauf seid, aber bei mir... Okay, ich kann schon mal losfahren. Also Galdrin 35 schreibt, Rapsgut verbraucht nicht so viel Saatgut. Aber ist ja gut. Darauf reagieren eigentlich die Sämaschinen nicht, weil wir haben so ein Output, den du quasi einstellen kannst. Das heißt, der verbraucht pro Sekunde so und so viele Punkte. Das kannst du hoch und runter schieben. Das beobachten wir. Muss man beim GPS eigentlich auch lenken oder Gas geben oder macht der das automatisch? Gas geben. Kannst du natürlich auch über Autopilot, über Tempomata, ne? Nur der gerade Ausfahrt macht er dann selber. Nur das Einlenken in den Kurs selber, das musst du machen. Das ist ja geil. Chris, du könntest dir gleich auch den zweiten Drescher schnappen, ne? Ja, ich will erstmal die Anhänger verteilen. Ah, jetzt hat er gerade bei 80% auch einen gepiepst. Ja. Und bei 99 macht das nochmal. Und das 99 piepen finde ich... Ich mach gleich hier rechts die kleine Ecke, ne? Jawohl. Ja, ich bin jetzt gleich voll hier. Wo hast du... Ich bin ja schon auf dem Weg. Machst du mich so einmal leer oder muss ich dann... Wo bist du denn? Auf der anderen Seite, da bei Feld 15. Kevin. Da ist ein offener Feldweg. Ja, ich fahre 10 km/h. Wie viel fährst du denn? Ich habe hier 15 eingestellt. Und ich fahre 10. Der Bauernbub, der guckt da schon drauf. Ja, das Problem ist, die fangen sonst an zu schlingern, ne? Mhm. Dann kannst du auch GPS nehmen, dann ist die Reihe nicht mehr sauber. Ja. Dann bringt das ganze Gedöns hier nichts. Wer ist hinter mir her? Ja, ich fahre jetzt hier rechts den kleinen Strang runter und mach die kleine Ecke. Danke. So, ich bin voll. Leckt das denn, sag ich mal, immer noch so bei dir leicht? Beim Gas geben oder so? Ganz leicht, ja. Ja, dann ist das normal. Dann liegt das hier nicht einmal am See. Warte, warte, Chris. Ja, ich bin jetzt zurück. Das siehst du auch, wenn du auf deine Reifen guckst, Kevin, dass die dann auf einmal drehen und dann wieder so ein Stück weiter hüpfen. Wie gesagt, er hat immer noch die alte... Ja, meine bleiben, sag ich mal, manchmal stehen und dann wieder... Ja. Das ist schick, oder? Kann auch ja, sonst sieht sein. sieht er ganz okay, gut aus. Gut. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Beim letzten Stream, als du da Monitorprobleme hattest, haben wir den Server einmal gestartet und dann ging das. 7:35, ja, wir sind wieder da, sieht man ja. So, ich bin leer. 24%. Ich stell den mal unten hin, ne? Ja. Jetzt wissen wir nachher. Ja, gut. Was?
Ja, aber das Feld hier runter haben, wie viel Hektar das Feld genau ist. Gibt es ja, glaube ich, eine Tastenkombination, um das zurückzusetzen, diese Tageshektarzahl, ne? Alt links, irgendwas war das. Okay. Du hast es gesehen, Chris? Was? Ich glaube noch 20 Abonnenten oder so, dann haben wir auf YouTube die 1000 Abonnenten erreicht. Ja, das geht flott. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, Oberwahnsinn. Das, der Mais gerade mal halb rum. Da merkt man das schon. Der Anhänger ist hier wesentlich schwerer. So. Mit wie viel war der eingetragen? Weiß ich nicht, ich kenne nicht, aber weiter. Da zieht er ganz schön. Aber das, genau den hatten wir nämlich in Blau. Mit blauen Aufbau sozusagen. Was hast du denn da vorgehängt denn? Fendt oder was? 48 Liter war voll. Was für Scheiße. Ja, irgendwie die Fendt, die wir hier so im Portfolio haben, die brauchen alle relativ viel Sprit, ne? Black Drago, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Das stimmt. Wie lange machen wir YouTube? Seit Anfang April. Ja. Ja. Hast du, sag ich mal, den Farmtechter für diese Dinger genommen? Mhm. Ah, okay. Wo seid ihr denn? Feld 18, ich bin direkt am Anfang und... Feld 18 ist gleich Geschichte. Was, das habt ihr schon alles geschafft? Ja, klar. Ich glaube die Hälfte, oder? Ne, nur nicht mal die Hälfte. Das geht das schnell jetzt, ey. Ja, aber dann geht das auch mal, ne? Ohne Witz, also ich habe hier auf Tempomat auf 15 eingestellt. Läuft wie bekloppt. Aber der hebt auch schön aus, ja. Aber der Saatgutverbrauch ist jetzt noch unrealistisch, oder wie? Bin jetzt bei 61%. Ja, und ich bin bei 70. Es geht eigentlich. Aber okay, wolltest du mal eine Spur fahren, Chris? Dabei, ne? Wolltest du mal eine Spur fahren für den Saatgutverbrauch? Nee. Du muckst das schon. Oh, aua. Aber gleich muss ich einmal hier die Fahrgasse ausprobieren, wie das aussieht. Mach doch hier. So mittendrin lange Reihe. Moinsen, Onkel Pacho, schön, dass du wieder da bist. So viel Ernteverlust. Warte mal. Moinsen, Onkel. Alter, das sind Fahrgassen. Vegas, Energie. Warte mal, sag mal her, warte. Mod kannst du leider nicht sein. Oh, also, das geht ja erst bei Twitch, wenn wir Partner wären. Und deswegen können wir das leider nicht machen. Also, wir sind ja noch keine Partner. Von daher geht das leider nicht mit Subscriben oder Moderator. Ich sehe keine. Du stehst drauf. Ja, aber ich sehe trotzdem keine. Das helle? Nee. Keine Vorgaben. Hier, die sind. Warte mal. Soll ich mal? Ist das? Ja, warte, kannst mal im Trecker einsteigen. Steig mal aus. Steigt mal. Roberto, da bist du ja schon wieder. Ich sehe keine Vorgaben. Drück mal M. Warte, jetzt mal, geht er wieder hoch bei mir. Hier, diese leichten Streifen. Ja. Ja, ich sehe sie. Jetzt komm mal her. Die macht er bei mir dann, wenn ich das Ding hoch mache. Ja, synchrone. Ja. Da ist Roberto schon wieder da. Roberto, moin. Aber jetzt sehe ich Chris wieder nicht. Ja, das ist normal. Das kriegen sie auch nicht hin, ne, bei LS. Hier, ich habe hier oben nochmal den Anhänger stehen lassen, ne? Du musst ja erst bei 26%. Ja. Jo. Ich geh mal fix in Schmöcken.
Aber ich finde unsere Anhänger schick. Die sind geil. So richtig schön nur für Getreide, die beiden. Da kriegst du auch was mitgeschafft. Ja, weil. Moin, moin! Die können wir zwei, dreimal abtanken. Das sind insgesamt 76 Tonnen, die wir mit den beiden. Ja, kannst du, musst du nicht bei jedem Mal abtanken, damit im Anhänger leicht. Das ist anders wie der Fliegel, ne? Ja. Ich war dann hier oben an der Straße, bevor du kommst, ne? Ja? Ja, ja. Mach mal. Warte, auch, aber ich will ja nicht. Was? Ey, du bist doch immer so leise irgendwie bei mir, also ich sag ja, mal. Dann stell mich doch mal lauter. Warte mal. Bauernbube und Kevin sind um einiges lauter. Sag mal was. Sag mal was. Jetzt? Hallo? Nee. Jetzt kommst du aber auch jetzt bei mir sehr leise. Ich hab dich schon bei plus 3,5 stehen hier beim Lautstärke anpassen. Jetzt? Sag jetzt mal was. Hallo? Ja, jetzt ist besser. Thorsten, 1987, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Alter, hatte ich jetzt ein Lag. Wie bin ich denn so leise? Jetzt bist du wieder so leise. Ich kann dich ja nicht mehr lauter machen, ich hab dich jetzt so vollen Anschlag gemacht bei TS. Das ist aber komisch. Party! Ja, genau, Sief. Party. Das ist komisch. Warum denn? Boy Iron, mitspielen ist leider nicht möglich. Dann hast du auch ein Standbild? Nein. Nein? Paul, die Schönebeck, die ist richtig schick. Also uns gefällt die wirklich gut. Jetzt bleib ich schon wieder stehen, jetzt bin ich... Oh nee... Scheiße. Was denn? Ich fahr vor und zurück, das sieht komisch aus. Nee, du stehst bei mir. Was ist denn los? Ah, jetzt kann ich wieder fahren. Ich würde abtanken, ne? Matze? Bin ich immer noch so leise? Jetzt bist du ziemlich laut. Echt? Ja, ja. Oh Mann. Warte mal, jetzt stell ich dich aber ein, bleib mal so. Ich stell dich jetzt mal wieder leiser dann. Ja, du brauchst auch noch ein neues Headset, wa? So, sag jetzt mal was. Jetzt hier, hallo. Ja, ja, so ist gut. Gut. Das sieht schon geil aus, ne? Ja. Ist der Oberhammer. Hab ich doch gesagt. Moin! Moin, Lua! Brauchen wir ja auch. Kleinen oder Alua. Ja. Oder wenn du dir jetzt noch vorstellst, Kevin, dass du dir als Notmaschine noch so eine 8 Meter irgendwo hinstellst, so eine Joker oder so, dann hast du hier richtig, oder wenn du Feld 6 hast oder so, dann hast du richtig Meter. Ja, Schönebeck ist definitiv besser von den FPS, ja, weil dort du nur punktuell eventuell Einbrüche hast und oh, bei der anderen. Oh nein, oh. Kevin, wo willst du hin? Scheiße. Ja, das war mein Lag. Oh Mensch, Kevin. Da kann ich doch nichts für. Du wolltest deinen Namen in die Karte schreiben. Wie sieht denn die Lok aus? Alles gut. Fehler bei mir. Nein, das sind. Alles ach, die gut. Data, ja. Okay. Das ist nichts Schlimmes, das beeinflusst nicht das Spiel. Error. Ja, das wissen wir. Moritz, 18. Zuschauen, uns beiden gleichzeitig kannst du unten über Multi-Twitch, also über den Multi-Stream, da musst du unterm Stream, hast du unser LSV-Driver-Logo und da musst du einfach draufklicken. Ach, schon wieder, da vermisst dich erst was streamen. Schön. Ach so, okay, gut. Jetzt streamen. Und dann kannst du da beides sehen. Ja, klar. Alua, bei mir ist alles fit, soweit. Ja. Warum, Roberto? Achso, wegen der App. Ja, tja, dafür musst du dir extra ein Tablet jetzt holen, wa? Auf dein Handy schmiert das immer ab. Ja, und schön, dass wir wieder 41 Zuschauer haben. Das ging ja wieder schnell. Hammer. Wie viel haben wir? 41. Oh.
Ja, aber nicht mal über die ganze Zeit, die wir schon streamen, ey. Ja, wir sind immer so 50 bis 60 sogar. Und, ja. Das sind jetzt eigentlich fast schon so langsam unsere Stammzuschauer alle. Wir haben noch ein paar mehr. Nee, aber da bin ich froh drüber, dass so viele Leute sich das angucken und dass, ja, dort Spaß dran haben. Ja, okay, Roberto. Denn nur beim Handy oder auch auf Tablet? Weiß ich ja nicht. Bei mir läuft sowas Handy stabil. Ich habe die App noch nie ausprobiert, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Chris ist rauchen, ne? Chris ist, meine ich, rauchen, ja. Ah, der braucht nochmal so ein kabelloses Headset. Ja, das wird, glaube ich, bei mir wird der, wie wir gesprochen hatten, ne? Mit dem Headset oder halt so ein Mikrofon, die nächste Anschaffung auch. Ja, da du ja die Hauptübertragungsrate da mit hast, wäre bei dir ja schon echt über Mikro nachzudenken, ne? Ja, ich denke mal, ich hole mir auch so ein Membranmikro, also so ein Standmikro. Ich glaube, die brauchst du noch nicht mal so nah in deine Gegend stellen. Ja, weil das ist nämlich dann, ja, muss ich mal gucken, auch wie ich das dann befestige und dass mir das halt nicht im Bild steht, ne? Ich glaube, das kannst du schön zur Seite stellen, weil die Oberfläche ja eine viel größere ist. Ja. Okay, Roberto, aber, also Roberto schreibt jetzt bei ihm, also wenn er verbinden will, schmiert die App ab. Oder das Dingens ab. Pascal, Flens, moin moin. Hast du denn erst die Software auf den Rechner installiert und dann aufs Handy? Oder umgedreht? Ich sehe den Stream jetzt leider nicht. Chat. Ja, ich warte, ich sag dir schon Bescheid, wenn er antwortet. Ja, hat er. Hast du ein iPhone oder Android? Ah, Blackie85 schreibt ja, du musst die App in der Firewall freischalten. Ja, wenn das Handy beim Verbinden abschmiert, dann das Handy vielleicht einmal neu starten. Ist mir am Anfang auch öfters passiert und nach dem Neustart des Handys ging es dann immer wieder. Okay. Aber Tablet ist auch so meine nächste Anschaffung. Ach, es gibt so viel, wie wir gestern auch schon oder vorgestern auch schon gesprochen haben, was man sich kaufen kann, ne? Was einem einfällt. Aber ja, ich habe dieses Power Grid ja auch erst vor ein paar Tagen gesehen, ja. Und das für die Spiele, die ich spiele, bietet das so viele Möglichkeiten. Ich habe mir aus dem Mediamarkt jetzt auch hauptsächlich nur so für YouTube oder so ein Trackstore-Ding gekauft. 100 Euro reicht vollkommen aus. Ja, könntest du auch den Power Grid drauf spielen. Okay, Fanfahrer, warum hast du denn keine Lust mehr auf Stappenbach? Aula, ob Case oder Fan? Also ich würde eher Fan dann bevorzugen. Okay, Blackie85, das ist, ja. Dann wird es wohl an der Firewall liegen. Ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen und deswegen kann ich nur, ja. Die Zuschauer da was wissen, dann, ja, ist doch gut. Pass auf, ich komme. Ja, macht nichts. Ich fahre mit GPS. Ich nehme einfach die nächste Reihe. Ach so, okay. So, jetzt steche ich hier aber mal durch. Deswegen haben wir hier vorne auch so ein paar Streifen drin. Die müssen wir da immer irgendwie rausnehmen. Ja, ich fahre da gleich im drüber und hol die raus.
Aber ich denke mal, gegen 8 so. Uhr werde ich heute spätestens Feierabend machen. Halb 8 machen Feierabend. Ja. Musste ich kurz mit meinem Schatz klären. So, soll ich nochmal mit dem Drescher da hinterherkommen oder was? Ja, kannst du machen. Ist ja noch genug hier zum Dreschen. Jetzt wollte ich gerade durchstechen. Ich bitte? Klein machen? Ja, der 580er, der reicht doch. 580er muss ja noch ein Schneidwerk kaufen. Oh, haben wir nicht? Nee, wir haben kein zweites. Wir hatten ja nur Maisgebiss ein zweites. Moin, Niklas! Ja, Roberto. Okay. Warum will er die Stapenbach nicht mehr spielen? Hat doch noch nicht so geschrieben. Ach so, okay. Ach so, nee, er hat uns geschrieben, warum kein Bock mehr auf Stapenbach. Nee, Fanfahrer, nee, keine Lust mehr. Ist jetzt nicht keine Lust mehr, aber es passt halt einfach. Ich sag mal, ihr braucht halt sehr viel Performance, ne? Und manche haben, oder ich sag mal, manche haben halt da halt zu starke Einbrüche oder so, da macht das keinen Spaß zu spielen und ich sag mal, hier die Map, die passt doch einfach besser. Also meiner ja. Meinung nach zu uns. Und es ist einfach so. Mich hat die Stappenbach von Anfang an dann irgendwie auch nicht angesprochen, als ich da unterwegs war. Ja, und ich sag mal, einen Versuch sollte man jeder Map geben, warum nicht? Aber... Das ist eher unser Ding. Genau. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Stappenbach Mist ist oder nicht gut ist. Also die Stappenbach ist wirklich Bombe gemacht. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und auch fehlerfrei. Ist halt nur sehr performance-lastig, ne? Und für Multiplayer deswegen halt sehr schwierig zu spielen, sag ich mal. Boah, das ist ja ein cooles Skript. Mit der Hektaranzahl. Ja, 22 ja. Hektar haben wir mit dem hier schon runter. Ja, mit dem hier ja noch kaum. Also mit dem hier 7,2 Hektar jetzt. Das hier ist ja der neuere, den ich ja. habe. Und bis jetzt habe ich 2,69 Hektar gemacht. 1, 2, 3, Niklas. 1, 2, 3. Moin, 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 moin. Hier sind überall keine Streifen mehr auf dem Feld, ne? Ah, hier hinten noch, ne? Ah, hier ist auch noch ein kleines Stückchen. Die sind hier auf dieser Map ja auch gerade mal irgendwie bei, weiß nicht, 25% von dem, ja. was hier möglich ist. Wir haben keine Schweine, keine Rinder, keine Gänse, also wir können hier noch einiges machen. Stell dir mal vor, dass wir jetzt hier die Bolten hagen, ey. Das musst du auch mit anderen. Die Boltenhagen, die kenne ich gar nicht. Ich habe gestern Abend den Stream bei Argus Sonnenschein teilweise verfolgt. Ja, nicht komplett. Ich auch nur teilweise. Aber was hat er gesagt? 943 Hektar Ackerland und 40 oder 45 Hektar Weide? Das Wiese? Ist schon heavy. Ist das eine LS15-Map oder was? Ja, eine LS15-Map, die ist 16-fach. Oh mein Gott, wann kommt die denn raus? Kommt nicht raus. Aber überleg dir mal, bei 16-fach Map, ey, da hast du so, weiß ich nicht, 4-5 Kilometer Straße am Stück, bis du am anderen Ende bist. Und vor allem die Zeit, die du da in so einer großen Map reinsteckst, ne? Ja, das kannst du nur mit relativ viel Manpower fahren. Aber mich hat beeindruckt, wie detailreich die doch war. Hi, hey yo! Damals war sie noch nicht so richtig. Gut, da kenne ich sie nicht. Ich habe sie. Ich hab sie ja so auch. Gestern erstmal etwa. Ja, das, was man sieht, ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt, aber ein Stück weit näher kennengelernt. Damals war die PDA auch recht verzogen. Da kann ich jetzt. Ja, die war so richtig. Ohne Wertung, da kann ich jetzt null zu sagen. So gestern das im Stream, also das, was ich gesehen habe. War schick, ne? Hatte ich auch geschrieben da. Das habe ich gelesen, ja. Vom Dorf her, das ist schon. A la Bonheur.
Ich habe einen 1050er Schneidwerk, ne? Normalerweise müssen wir jetzt tauschen. Hast du eigentlich die Verstopfung noch drin in dem Mähdrescher oder hast du sie schon rausgenommen? Die ist noch da. Okay. Welche Verstopfung? Ja, Schrägförderer zu. Wenn du zu schnell fährst. Danke. Das klappt ja ohne Worte. Wo wir den Fender haben, welchen Fender meinst du? Den 939er oder den 820er? Denk mal den 820er. Da fragen die meisten Leute nach, ne? Aber der ist privat. Dürfen wir auch nicht rausgeben. Keine Freigabe. Treckertrock, moinsen. Moinsen, Treckertrock. Was macht denn Jorland denn jetzt genau noch für Fehler, wenn ich fragen darf? Muss ich noch gucken, so. Habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Nee. Werde ich aber nochmal machen, ja? Ja. Aber der Ewigkeit ist überhaupt erstmal da. Oh, das passt ja. Sprit alle. Saatgut alle. Ich hab noch 43%. Na, Saatgut ist jetzt bei mir bei 4%. Ja, dann fahre ich jetzt die nächste Bahn hoch. Schall ich die abfüllen? Ja, kannst du machen. Kommst du denn zum oder soll ich sein? Oder soll ja, ich ja mal eben machen? Dann können ja, die Zuschauer mal zugucken. Kevin, Vorsicht, da komme ich noch. Ach so. Die Bahn mache ich. Trektrock, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. So, das ist hier der, das ist der, okay. So, dann wollen wir mal. Bauernbub, du, ne? Ja, bin sofort da. Mit Nee. Na, das könnten wir vielleicht auch mal reinnehmen, mit realistischem Ertrag. Ist der auch schon mit? Ja. Hm. Durch die Dank der BGA haben wir das wieder richtig. Ja, die BGA hat uns gut geholfen. Ja. Hat sich gelohnt, die 220.000 dafür auszugeben oder was wir bezahlt haben, ja, ne? Haben wir auch einfach mal auf 100% hochgestellt. Wieso wird das denn jetzt hier? Aber wieder schneller Mais machen. Bitte? So, jetzt guck ich doch mal nach dem Jeep. Wie mache ich? Kevin, du bist wieder weit weg. Trektrock, ja, bei uns ist alles vollkommen in Ordnung. No, das musst du dir mal, du großer, musst du dir selber überlegen. Singleplayer aufmachen. Das jetzt alles so zu. Matzi, ich stell die mal kurz ab, ich fahr mal im Tanken. Ne? Ja. Ups. Oh, was ist das denn hier? Eine krumme Bahn? Ne, die will ich nicht. Tankstelle ist hier beim Getreide, aber also bei Pullermisch, ne? Brauchst du nicht zum Hof fahren. Nicht bitte, ich will mich vor kurzem quer ohne GPS so, hier, keine Ahnung. Wie viel Säcke brauchst du denn? Oh, und Bub, wie viel vier war Stück. Da noch drin? Vier Stück? Ja, vier Stück. Also drei ganze und. Ja, mach erstmal drei ganze, das müsste reichen. Danke, danke. Pascal. Ja, vielen Dank, Pascal. Vielen Dank für das Lob. Das sind die Flensburger. Ja, und vielen Dank, Pascal, für dein Follow. Ja. Den Fuhrpark, den kann ich später mal zeigen. Das ist kein Problem, aber momentan sind wir am Arbeiten. Deswegen ist das dann schlecht. Auch nicht so groß. Oh, der wächst eigentlich schon ganz gut, ne? Letzten aber Tage, ne? Ja, aber das ist, ja, durch die BGA halt auch, ne? Oh. Aber das ist schon echt gut hier mit den Säcken, ne? Wintersatz-Style. Auf jeden Fall.
Okay. Fresh Life. X-Hater. Schön, dass du zum PC gewechselt bist. Oder Ola. Ah ja, Ola. Stimmt. Oh, ich komme. Ah, kannst gleich weitermachen. Das ist schön. Keine Zeit verlieren. Was sollen wir denn dann gleich auf die 17 draufnehmen? Puh. Die erste, weil die hatten wir noch nicht. Falls mal eine große Nachfrage wieder kommt. Würde ich sagen, dann haben wir Raps, Weizen, Gerste, ne? Ja. Körnermais haben wir ja auch noch, glaube ich, ne? Oder ja. Habt ihr noch? Hat jemand zufällig aus dem Chat eine PlayStation 4 und Far Cry 4? Ja, ja, hast du den Chat überhaupt? Ein. Ja? Wie voll bist du jetzt? 78, 80. Boah, 27% habe ich nur noch, ey. Wieso hast du eigentlich wieder weniger? Reicht, setz ab. Immer noch so viel und. Weil ich hier noch kleinere Streifen auf dem Feld weggemacht habe, sprich, die so übrig waren, wo wir lang gefahren sind. Gut, dann lasse ich den erstmal nochmal hier stehen, ne? Ja, ja, klar. Kevin ist ja irgendwann gleich auch mal leer. Ist besser wegen Internet. Ach so, okay. Kommst du die lange Bahn runter, Kevin, oder wo bist du? So, dann wollen wir mal weiter dreschen. Aber das mit dem Tablet muss ich mir jetzt auf jeden Fall die Tage dann auch mal fertig machen. Oder? Hm. Ja. Auf jeden Fall. Das ist gar keine große Aktion. Da können wir vielleicht nochmal zusammen dann quatschen, ne? Wenn ich da irgendwelche Probleme habe, oder? Ja. Aber oder steht das alles gut beschrieben? Da kriegst du keine Probleme. Da ist so eine. Also die fertiggestellten, die du jetzt bei Arges Sonnenschein holen kannst, da ist die README eigentlich so geil beschrieben. Okay. Aber wir können gerne quatschen, das ist nicht das Ding. Ja. Hier, Aula schreibt, der hat eine PS4 mit FIFA, GTA und COD. Ja, GTA habe ich auch. Und Fanfahrer hatte Far Cry für seine PS3. Nach rechts rüber. Chris, du bist jetzt 10,50 Meter, ne? Mhm. Weitersehen, okay. Weitersehen. Sollten wir dein Schneidwerk auch mal austauschen? Ja. Ja, mittlerweile brauchen wir die 10,50 Meter auch. Ja, ja, klar. Oh, ey, das tankt bei mir. Alles gut, Kevin. Ja, jetzt geht es wieder. Ja, das ist, wenn wir beide aufeinandertreffen, was. Ich weiß nicht, ob die Sämaschine so viel Polys hat oder so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vor allem regt mich das mit dem Trecker auf, weißt du? Der will hochfahren, also der gibt Gas, dann geht er wieder runter, weil das so lag, ne? Ist denn dein Vater auch wieder im Internet unterwegs? Ja, aber daran dürfte das jetzt eigentlich gar nicht mehr liegen, da ich jetzt ein Kabel angeschlossen habe. Okay. Oh, was habt ihr für eine Internetleitung? 60.000er DSL. Aber nicht VDSL, ne? Nee, nicht, dass ich's wüsste. Oh, oh, oh.
Was denn da los? Bin ich fast durch den Bestand geballert. Ja, ich fahr gleich jetzt mal den Teleskoplader weg, weil ich ja hier eh bin. Dann mach ich. Wie viel hast denn du jetzt noch drin? 17%. Ja, dann hau dir den Sack, der da drin ist, noch rein. Ja, okay. Hinter dir, ne? Ja, ich seh dich. Oh, die hat aber auch eine schöne Dirt-Textur, ne? Danke, Schweck. Schwab. Ja, ne, schön dunkel. Ja, so finden sich langsam alle Mods zusammen. Auch finde ich aber auch an den richtigen Stellen dunkel, ne? Mhm. Oben auf dem Dach. Was musste ich denn hier drücken, um diesen Backpack da dran zu knallen? Ankoppeln. Als wenn du einen Hänger ankoppelst. So. Er ist oben ran. Weiter. Aha. Das ist ja schick. War das dauert ein bisschen. Wollte nur aussehen hier. Ich fahre wieder zurück. Wollen wir gleich mal ein schönes Filmchen gucken. Mal zu futtern bestellen. Ja, ja. Kevin wieder Döner, wa? Nee. Ich hab Bock auf eine Calzone diesmal. Danke, Track Talk. Wir versuchen das so gut wie möglich, so gut es das Spiel genau. Mal hergibt. Ey, das Ding ist ja immer mega geil. Dann musst du auf einfügen. Genau, auf einfügen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit den Big Bags, das ist auch wieder ein gewisser Realismus, der wieder da ist. Maurice, 2801. Ja. Vielen Dank für dein Follow. Also eben. Ja, bei der Seemaschine gesehen und dann gleich zack, rein damit. Ich hätte da noch eine Idee, müssen wir nachher mal vielleicht kurz anreißen. Na? Was? Ja, hau mal rein. Ja, nachher. Nee, jetzt. Nein. Oh. Wir kriegen Ärger, Chris. Nein. Du weißt ja schon was. Ja, kann ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich glaube, da hatten wir darüber gesprochen, ne? Auch mit irgendwas im Skript, ne? Oder? Das, was Paula letzte Mal gesagt hatte. Ach so, das geht okay. Mir nicht aus dem Kopf. Okay, BL909, vielen was Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. So, ich gehe mal eben nochmal da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, ne? Bis gleich. Ach, ja. Ich hab beim Vier. So, ich fahr kurz den Teleskoplader weg, ne? Kannst du den Hänger hinter den Teleskoplader hängen gerade und an der Seite fahren? Ja, kann ich auch. Wie fahr ich denn hier die Bordwand hoch? Musst du aussteigen. Ach so. Moin, Master the Gamer Boy. Marcel, the Gamer Boy.
Nee, auf dem Handy funktioniert das leider soweit nicht. Was? Nee, Multistream. Ja, das geht nicht. Tom, das mit dem Dreschertank zum Dreschertank abkippen, das funktionierte bei 2009 LFs. Das weiß ich nicht, habe ich nochmal ausprobiert, aber hier nicht mehr. Hallo? Hallo? Marc Christo ganz besonders, hallo? Chris, ich komme jetzt hier schon wieder, ne? Nimm am besten die andere Seite. Ja, dann fahren wir jetzt immer im Kreis. Vom einem Dreschertank zum anderen Dreschertank hast du schon beantwortet? Hm. Was sagt deine Profi-Modding-Kenntnisse denn da? Dass das ja absolut, weiß ich nicht, unrealistisch ist. Nee, nein, ist unrealistisch. Nein, das ist nicht unrealistisch. Hi LP mit Kassi. Katz TV. Siehst du die Ecke dabei, Kevin, oder? Jo, kann ich machen. Klappe zu. Ach jo, die ist ja noch auf. Mit Saatgut feucht. Ach, Schienendreck. Das habe ich nicht abgetankt. Tja. Einmal mit Profis arbeiten. Hm? Wir haben schon 4297 Follower. Das glaube ich nicht. Ja. Er hat dann vielleicht 497, oder? Das wäre auch schon krass. Ja, das wäre auch schon krass. Nee, Track Talk. Wir streamen immer dann, wenn es passt. Genau. Ich hau das immer bei Facebook. Mittlerweile doch. Ah, Schiedendreck. Oh, Mann. Verkackt. Boah, leck. Nein. Wie leckt denn das jetzt so? Hast du da irgendwas? Nein. Ja, keine Ahnung. Bei mir leckt das auch die ganze Zeit. Ja, es wird an den Federn vielleicht in der Dingens jetzt liegen. Ja, das war ja bei mir auch schon vorher, ne? Die okay. Leckt immer. Nee. Also ich habe keine Probleme. Nö, ist auch bei mir schon wieder gut. Das war so ein Mikro-Ding, aber das ist normal, ja. Mit. Okay. Ah, jetzt geht's bei mir auch wieder einigermaßen. Mikrolex kommt vom Server, denke ich. Obwohl bei der echt schon ganz gut läuft hier, ne? Ja, der läuft Bombe eigentlich. Ja, genau, das ist immer das Beste bei Twitch. Dann kriegt ihr immer schön ne Mail dazu. Genau, Track Talk. Und meistens eigentlich abends, ne, streamen wir. 491, genau. Bei 4.900, keine Ahnung, oder 4.200 irgendwas, das wär ein bisschen krass. Ja. Aber überleg mal, da haben wir hier fast auch schon 500 Follower, ne? Krass. Bei Twitch. Das ist heftig. Kevin, wir müssen nochmal GPS üben. Mhm. Hat Kevin ihr GPS eingestellt? Nein. Ich fahre nach freier Schnauze. Na, das kennen wir. Schon ist ein Kunstgemälde auf dem Feld. Mhm. Ey, scheiße, hier ist ja wieder ein Streifen bei den Weg. Und, aber ihr seht doch beide das gleiche, ne? Ja. Weizen, ne? Nee, Gras. Kevin, da hast du einen rausgehauen. Da kannst du flügen, ey. Ich nicht. Marcel, the Gamerboy, den John Deere Häcksler, den hast du schon getestet, Bauernbub, oder? Angetestet, aber noch nicht so ausgiebig. Okay. Ich finde, optisch komm spricht mal. Er mich an. Und den optischen her finde ich den mega geil. Ja, Thomas, das freut uns doch. Zwei Sachen, die da. Ich geh mal leer machen. Ganz okay, dann nehme ich deine Seite da.
Größte, was mich stört, ist dieses amerikanische Kennzeichen hinten dran. Ja, das kriegt man, das ist immer eine Leichtigkeit. Und im Tacho steht, glaube ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Miles per Hour, nicht Karma, ne? Wo das denn? Bei dem Häcksler. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber ich würde sagen, wir lagern das jetzt nochmal ein, oder? Ja, ja, nicht verkaufen. Genau. Hattest du von die BGA für heute Abend nochmal aufgefüllt? Nee, ja, ich hatte vorhin nochmal aufgefüllt. Ja, stimmt, das war aufgefüllt, als ich den Teleskop wurde. Was ist denn jetzt, Kevin? Hä? Ich war dort nicht. Ich war das. Ach so, gut. Alles gut. Hat sich an wie Kevin angehört. Ja, hat sich an wie Kevin. Das ja, ist das halt ostwestfälisch, ne? Alles die gleiche Tonlage. Ja. Ist wie Moin, ne? Ist egal was, Moin. Moin Moin. Vor allen Dingen, Hexen ist ja auch erstmal nicht, ne? Nee. Hexen ist erstmal vorbei. Schöne Reifendruckregelanlage, also das gefällt mir ganz gut. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber wobei ich immer nicht weiß, ob John Deere, haben die wirklich so ein langes Rohr, so ein langes Auswerfrohr? Das ist immer kürzer in Erinnerung. Also ich habe, also bei uns das hier ist ja der ganz neue, ne? Den habe ich schon nicht gesehen. Das etwas kürzer. Nimmst du das Stück mit? Ja, ich kriege hier alles eigentlich bis jetzt soweit mit. Lass mich erst wieder direkt ansetzen, Kevin. Sonst haben wir wieder zwei Seiten verzogen. Also das Feld ist auf jeden Fall größer als 5 Hektar. Ich habe schon 4,5 Hektar bis jetzt abgeerntet. Ja, du hast es ja. Also. Ja, geschätzt. Ja. Ich habe schon 2 Hektar abgeerntet. Und was habt ihr für eine Stundenleistung mit den Dreschern? Stunden? 2,4 Stunden bei mir. Nein, wenn du F1 drückst. F1? Drück mal 7 F1. Hektar die Stunde, ja, schaffst. Da siehst du, wie viel Hektar du pro Stunde schaffst. Ich habe 5,9 Hektar die Stunde. Ich hab 7. Ja, hat das größere Schneidwerk, ne? Ja. Ja, bist ja ein Fahrer. Da siehst du ja den Unterschied. Hab nicht so viel Leerstehzeit. Ach ja. Machst du dann später die Vorgewinne? Ich glaube, ich schaff das hier nicht mehr. Bei mir hängt das und lag das so viel. Ja, kann ich machen. Man merkt, Kevin hat schon wieder keine Lust mehr. Ja. Nein, nein, ich würde es wirklich machen, nur mein Trecker beschleunigt dann auf 100 Sachen und dann, ja. Das heißt jetzt, du möchtest aufhören, richtig? Nö. Willst du zuerst hier hoch? Einmal. Sonst... Nehme ich mal jetzt das Vorgewinde gerade mit, ne? Boah, was ist das denn? Alt. Ja, ja, du mit deinem Hupe. Guck mal, gucken, was der für eine Hupe hat. Das war schon 20.000 Mal. Ist auch nicht ein kleines Ding hier, ne? Nee. Unser YouTube-Channel. Wie viel fehlen da noch? Weiß ich nicht. Ich glaube noch 20 oder 40. 1000 ist echt eine krasse. Magische Grenze. Die Glasdrescher, die sind vom Matosta, ne? Ja. Das 500er, 600er Pack. Ich hier 77. Ey. Wir haben 960.
Ja, 40 Leute. Fast die 12.000 mit dem ersten Video. Ja. Nie im Leben nur annähernd gedacht, dass man. Ich dachte, weißt du, so 1000 wäre ja schon mal. Ja, ja. Ne? Jetzt haben wir bei 1000 YouTube-Abonnenten, das ist der Wahnsinn. 1000 Leute, stell dir das mal in der Menge vor. Ja, ja. Ich ziehe um die Insel rum, ne? Ja. Ein ganzer Club voll. Ja. Wie viel passen bei euch rein in die Disco? 1600. Freu ja. Boah, die kriegst du irgendwann voll. Ja, das sind 1,5 Monate, ne? Na, ich schmeiß mal eine lokale Runde, ne? Okay, habt ihr das alle gehört? Nee, nee. Ich glaube, dann werde ich gleich von hinten erschossen. Ich glaube, das wird teuer. Ich weiß, was diese Lex verursacht. Fängt immer an zu haken, wenn der Zug kommt. Unten ist der YouTube-Channel verlinkt. Genau, unten unterm Stream. Marcel the Gamer Boy. Wie lange sind wir jetzt hier am See, Kevin? Eine knappe Stunde. Auf dem Feld jetzt? Ja. Fast fertig? 6 Minuten haben wir die Stunde erreicht. So gut wie fertig. Ah, Thomas, danke, danke. Aber es gibt auch andere gute. Ja, das mit Sicherheit, also. Ich kenn zwar nicht viele, aber. Nein, aber ich sag mal. Ich kenn wirklich nicht so viele gute. Also, Leute. Was ich immer gucke, ist Wolfsrudel LP. Wegen den Mod-Vorstellungen, weil ich finde, der macht das ganz gut. Und, früher habe ich halt immer noch einen anderen großen geguckt. Ich sag mal, bei uns ist das ja einfach so, wir zocken so, wie wir jetzt eigentlich immer zocken würden, ne, oder? Ja. Also bei mir ist das so, ich gucke auch dort Wolfsrudel LP, Carphone, aber der macht ja jetzt nicht mehr so viel mit LS, sprich Mordvorstellungen, und dann halt noch größtenteils Oyster Proper, ne? Vielen Dank, Slavi. Ja, vielen Dank, Slavi. Ja. Fan-Turbomatik, das kann man soweit eigentlich machen. Jede, die sich auch irgendwie mit einer Schaufel befüllen lassen würde oder sowas. Okay, Aula. Ist der voll? Ja. Toll. Gott. Kevin, machst du das Vorgewinde auf dieser Seite, dann fahre ich gerade rüber. Mhm. Wow, wow. Das ist ja gar kein 13-Meter-Schneidwerk, wie wir benutzen, ne? Aber wir sind ja auch nicht in Australien. Ja. Ja, Slavi, vielen Dank. Wir wollten ja auch immer nie die großen Maschinen, die größten Maschinen benutzen, ne? Haben wir eigentlich von Anfang an gesagt. Boah, ich weiß noch unsere IHC- und Deutz-Aktion. Naja. Auf der nördlichen Gegend, ne? Als Agro-Star. Ah, ich glaube 76%. Na, ich guck mal, ob ich das noch schaffe. Ja, das war der von Mr. Fox. Die beiden guten. So richtig schön mit ein bisschen Muse-Textur, wo noch. Dreckig und dreckig, ja. Ach, mit den rostigen Reifen, ne? Ja.
Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. So, jetzt werden wir gleich schön Essen bestellen und dann werden wir uns auf der Couch schlümmeln und ein Filmchen gucken. Morgen muss ich ja wieder mal loben. Boah, ey, jetzt habe ich auch Hunger. Ich glaube, ich gehe später zu so einer Dönerbude. Was ist so eigentlich auch was anderes außer Döner? Ja, da kannst du Kalzone und so bestellen, weißt du? Gudrun, der ist auch cool. Bitte einmal Tagesgericht. Döner. Die kennen die schon, wa? Nee, das ist eine neue, da war ich nur 5-mal. In 2 Tagen. Nee. Wie lange gibt's denn? 4 Wochen. Aber ich war 2-mal da und hab für meine Eltern was geholt, ja. Ja. Hier passt noch ein bisschen was rein. In 6 Wochen fährt er ein neues Auto, weil Kevin immer da war. Ja. Ja. Der fährt jetzt schon so einen dicken Karren. So einen neuen Mercedes AMG. Ja, ich würde sagen, der ist auch voll hier. Guck mal, Marco grüßt dich. Chris. Hi Marco. Ist der voll? Ja, alles voll. Muss mal wegfahren. Ja, dann heißt es, dann kann ich erstmal nicht mehr weitermachen jetzt. Klar kennen wir die beiden. Dann fahre ich mal oben den schon mal weg. Klar kennen wir die. Kennen die auch uns? Aber ich denke mal, die werden uns nicht kennen. Nee. Bestimmt. So, wie weit bist du hier am Feld? Ja, fertig, ne? Oh, ich auch. Ja, mal gucken, Ice Performer war der, den ich als erstes überhaupt kannte, sozusagen, und durch ihn dann auch Blue Eyes. Der hat so eine beruhigende Stimme, der ist immer so ganz chillig, finde ich ganz cool. Ice Performer fand ich gut halt, weil der auch ein bisschen Platten schnacken kann. Und ich meinte, der kommt ja auch hier oben aus der Ecke bei mir. Ja. Ey, was ich sagen wollte, wenn du... Ach, das war heute, ne? Dieses Traktor-Pooling oder wie das Ding heißt. Moin, ja. Lukas! Ja, der ist ja da auch gewesen. Ja, das weiß ich. Hättest du mit dem bisschen schnappen können? Mach ich bestimmt nicht. Warum? Weil ich da nicht angehe und sag, yay, moin. Ja, wir sind auch am... Das interessiert ihn auch nicht. Nee. Hätte ich irgendwie so gesagt, hier, wie findest du den denn? Also diesen Trecker da, weißt du? Das, so ein bisschen, da will er sich du? Auch. Er war bestimmt mit seinem Kind da oder so. Seiner Tochter wollte er. Ja, genau. Aber ich kenne ja Hasmo, ich war ja schon zigtausend Mal da und das Traktor vorliegen und dafür war bei mir das Wetter irgendwie nicht gut genug heute. Jetzt fahren wir zum Hof, ne? Jawohl, waschen, Kevin, waschen. Was war schon? Ja, die hatten ja was und dann ist auch gut. Was macht der Regen? Also Matze und ich, wir werden uns nie zerstreiten. Nein, nur erschießen. Dafür bin ich einfach zu einfach. Oh, ist das hier ein schöner Kampf. Ja, ne? Die könnten wir gleich mal abholen, Kevin. Oh ja, das wäre natürlich perfekt. Ich fahr gerade schon einen weg. Okay. Da ist, ich hab die Kurve nicht bekommen, warte mal. Kevin. Ja, was denn? Du musstest doch nur hinterherfahren. Das war wieder ein Lag. Machst du bei der Führerschein? Hochgeschwindigkeits-Lag. Matze, stell dir vor, irgendjemand schreibt mal, sag mal, kennt ihr eigentlich die LS3 Drivers? Oh, ist ja doch krass, ne?
Ah, das wäre krass. Ja. Aber ich glaube, das würde keiner bei uns in den Chat reinschreiben. Nee. Aber anderen oder so, und du guckst das zufällig mit und denkst dann so, holla, die Leute. Dann heißt es ja, oh, das sind zwei Hornochsen. Aber ich finde, so eine Spielvariante, dann macht das Spiel auch richtig Laune. Nee, ich habe nicht Bud Spencer geguckt. Wie heißt der Bit-Channel, sag ich mal, wo die 16-fach drauf war? Wie der heißt? Ja. AGES Sonnenschein. Die zocken immer auf der Boltenhagen. AGES Sonnenschein, okay. Ja, und dann gibt's Chris? Noch AGES ja? N. Der Hänger hier hat auch noch die falsche Abkipptextur, ne? Ja, ich werde einfach mal im Bade abonnieren. Weizen ab. Oder folgen oder wieder tanzen. Ja, das ist nicht das Problem. Müssen wir auch nochmal gucken. Ich habe die noch nicht durch die gute Mandro, die kannst du sogar runterladen bei ModRoster, allerdings nur die V1, die ist auch riesig. Ja, das ist der Kevin, der auch im TS ist, das hört man ja. Genau. Was? Und das ist hier. Hi, Dennis Saden. Komm, fahr hier neben. Dennis Saden, hallo. Wieso haben wir jetzt nur 88.000? Semi, 9.009. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Du hast das Schneidwerk gekauft und so. Alter, was ist mit dir passiert? Du bist ja im Boden drinne. Wo bist du denn jetzt, Kevin? Sieht aus, als ob du keine Beine hättest. Ja. Wer? Ich? Ja. Ja, deswegen bin ich auch ein billiger Angestellter. Den müssen wir mal hochheben. Dennis Saarlen, also mir geht's gut soweit. Arbeite halt für die Prothesen. 90. Ah, du machst es mal. Ja, ich mach deinen Trecker sauber. Moin, Semi. Ja, kannst du mich sehen, ja, ne? Ja, klar. Bis hier. Bei mir, im Boden. So, geh mal fix in Schmölken. Ja. So, sauber. Ja, bin ich auch. Erst so. Euro verdienen. Emilio Deutz-Fan, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Meistens Klingelbeute. Marco, die FPS im Game, ne? Das machst du über F2, aber dafür musst du erstmal in deiner GameXML, musst du die Konsole von Falls auf True gestellt haben. Ja. Lass uns die Seemaschinen mal oben irgendwo in Schuppen fahren. Ich glaube, die haben so viel Bodies mit dem ganzen Zeug hier. Nachher klappt das nur noch runter. Okay, Dennis. Wenn die da reinpassen. Was machst du denn noch auf der Arbeit, Dennis? Kommen wir ja hier rein. Stellt an, hier kommen die Drescher rein. Moin, ja. Luwan. Da kommen die Drescher rein. Gucken wir mal hier. Lass uns mal hier oben reinfahren. Was ist denn hier links? Hier war doch auch irgendwo ein. Aber guck mal, hier können wir sie perfekt auf die Wiese abstellen. Hören sie auch keinen. Nachher klappen die auch, weißt du? Dennis, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Den anderen Rapshänger, fährt denn gleich einer von euch weg dann, oder wie? Ja, ich komme gleich. Ja, der Fan steht hier dran, der Fan 820. Brauchst du keinen Trecker mitbringen. Okay. Ach, okay, Dennis. Oh. Musstest du heute Abend warten? Hat's denn viel zu tun heute? Auf F2 machst du den Ton leiser, okay.
Also auf F2 ist bei mir, FPS. FPS, genau. Es kann aber sein, dass das erst ist, sobald du das umgestellt hast, ne? Von True or False. Ja, ja, klar. Umgekehrt. Nee, dann kommt das auch erst. So, so, so. Haha. Wo ist denn hier jetzt mein Abfahrer? Hier unten stehen beide Hänger jetzt. Bauernbub fährt jetzt den anderen weg. Wieso stehen denn unten zwei Anhänger? Bauernbub fährt jetzt den anderen weg und bringt den anderen Hänger dann nach oben. Wo soll der Telelader hin? Auf dem Hof hier, ne? Ja, wo wird der gefahren? Würde ich auf den Tierhof bringen, oder? Oder zur BGA die Nummer voll machen. Was denn? Der Telelader? Mit dem Farmtech-Anhänger? Den Farmtech, den lassen wir mal am Getreidehof stehen, weil wir da jetzt Agitator stehen. Also dann lasse ich da auch erstmal Agitator! Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Du kannst den Farmtech auch beim Händler hinstellen. Ja. Ja? Ja. Dennis. Oh, Dennis mit vielen Mods. Wir genau. haben 2,8 GB auf dem Dedicated Server. Und über lange Zeit zusammengespielt, zusammengesucht, ein bisschen geändert, so dass die Fehler freilaufen und ja, es kommen auch immer welche dazu, weil wir suchen uns das, was wir brauchen, denn, weil du kannst nicht vorher immer alles so perfekt, aber wir werden die Mods immer so weit überleben. Iwedik, schön, dass du wieder da bist. Wir sind sogar gut nachher für die Westerade, ne? Klaas-Fan, ja. Moin. Klaas-Fan, moin. Meins, du sagtest doch, dass die in Arbeit ist, ne? Mhm. Kann ich das irgendwo verfolgen? Nur bei Underground Modding. Wir posten ab und zu mal Bilder, aber es kann nicht. Kommt die denn noch für den 15er? Oh! Mir geht's gut, Duan. Egal, das allerbest, Mignon. Und die? Die sind dann da und dann werden sie weg. Die Backpacks musst du dir so vorstellen, die kaufst du immer beim Händler schon voll beladen. Ja, wenn, aber wenn du nur ein bisschen benötigt, kannst du die doch erstmal wieder abstellen, ne? Genau. Nur wenn sie leer sind, kannst du sie richtig abstellen. Ich lasse jetzt mal das Ganze so spannend am Ende. Vielleicht kommen wir ja morgen auf den Trichter und wollen noch ein paar Big Bags. So. Servus, der Juro. Ja, Juro, moin. Hello again. Be ready. Auf dem Server ist momentan der Chris, also der Bur. Dann der Kevin und der Bauernbub und ich. Kannst du mal diese Rundung da rauslassen? Ja, die mach ich gleich weg. Chef. Kommen jetzt wieder von unten an, ne? Wie heißt das auf Jobu? Was? Was meinst du, Minecrafter? Agitator, das dauert immer ein bisschen, wenn man da streamt. Also bei uns waren auch nicht sofort welche da. Überschrift muss stimmen und dann gucken. Wie meinst du mit wer bist du? Ich glaube, er meint Juror. Juror? Juror? Auf YouTube meinst du oder was? Nicht YouTube. Auf YouTube heißen wir auch LSV Drivers. So unten wir, ist auch ein Link. Genau, unten ist auch ein Link unterm Stream. Braucht ihr den Kampf nochmal, oder? Chris? Ja. Fahr einfach geradeaus, ich mach die Rundung jetzt so hier weg, ja, kurz. Fahr ja. einfach geradeaus und mach da eine Gerade rein. Dann kann ich hier nämlich direkt wieder anfangen. Ich denke mal, beide Anhänger werden wir nochmal voll machen. Oder halb voll. Bin auf dem Weg. Perfekt. Danke, Marco. Warum? Du kannst doch 4 km/h damit fahren. Du musst dann das Ding ins Hochschalten. Du hast bestimmt da links beim Drive Control. Hast du das hatte ich nämlich auch hier vorhin bei der 600er Reihe. Die ist nämlich dadurch, dass das ist die gedrosselt, oh, so gesehen. Schön. Du musst das Drive Control hochstellen. Dann ist alles okay. Da wo der Fuß und da der Kammeranzeige ist, das muss auf 100% stehen. Mache ich jetzt auch auf 97, geht er schon fast auf 9 km/h runter. Kevin, was machst du hier? Gucken. Soll ich den Raum mal kontrollieren? Wildschweine, ja.
hat er gerade gesagt, er will uns kontrollieren? Ja. Ich habe sein Grinsen schon gesehen, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Kevin, mal weg da. Moritz 009, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Vielen Dank. Was für ein Schneidwerk hast du davor? Ja, das ist natürlich auch die Frage. Also Marco, wenn du unten beide Dinge auf 100 hast, dann musst du gucken, was du für ein Schneidwerk hast. Dann kann es auch da dran liegen. Moin Moritz 009. Brauch echt mal einen Moderator, ne? Ja. Ja, das muss natürlich auch einer sein, der immer da ist, wenn man streamt, ne? Kevin wird es nicht sein. Nee. Muss einer gerade abgetankt werden? Ich bin gerade am Laufen. Also, du könntest eigentlich schon mal hier in Richtung uns kommen. Also hier oben den Hänger, also. Ja, bin auf dem Weg. Weil dann würde ich nämlich mal eben abtanken. Hm? Macht man denn so als Moderator? Komm mal. Nee, Kevin ist nicht faul. Der hat war auch heute richtig fleißig. Moin Hagen! Muss ich sagen. Er hat hier Feld 18 mitgesät mit Bauernbuch. Dann warte ich mal eben hier auf dich. Hey, und dann habe ich noch knapp 1000 Hektar auf das Stappenbach gemäht und gespartet. Minecrafter. Klar. Wie viel Hektar? 1000? Ja. Insgesamt, wir haben ja mehrere Wiesen zusammengelegt, dann haben wir ein paar Wiesen noch gedroschen, also ich und so ein Zeug, wo auch Wiese drauf ist. Also Minecrafter, logisch haben wir das Spiel gekauft, was sollten wir sonst machen? In der Hoffnung, dass ich irgendwie die ganzen Silos voll kriege. Bei 580 das Vario 900 hast du dran. Also ich arbeite nicht in der Landschaft, auch in der Landwirtschaft, in der im Real Life. Ich nur ein bisschen. Ich hab damit zu tun, aber nicht so stark. So. Willst du dreschen, Kevin? Nö. Mach mal ruhig. Hagen. So, moin. Oh, hätte ich gerne gesehen. Lass ich den Kampf hier oben stehen? Ja. Ich müsste gleich abgetan. Ja, hier unten steht ich ja. Ich komme zu dir. Ja, lass ihn da stehen. Lerium, Nabend. Nabend. Lerium. So. Andi ist schon da. Hi. Ja, und hallo, herzlich willkommen nochmal an der 47 Zuschauer, ne? Oh, was ist das denn hier für ein... Bitte, der... Schatz, ich hätte gern ein Pommes-Döner, eine Currywurst unten. Und? Ja. Eine Cola? Und du? Was nimmst du? Google? Und ein Cheeseburger? Ja, das ist gut. Übrig. Genau, Lerim. Aber auf dem Server jetzt, ne? 54 Zuschauer, Klaas-Fan. Oh. Das geht gut. Oh, ist das nicht shit, dieser Camp. Oh, das hat sich die 2,5 Stunden gelohnt, heute. So, dann kann dann hier auch jetzt gepflückt werden, ne? Moin, der Nico 13. Hä? Kevin? Ja? Hä? Wieso hast du dir keinen Schlepper genommen und holst den anderen mal? Ja, das ist okay von mir. Ach so, yo. Hier steht okay. Da noch ein Hänger. Ja, mach ich sofort, warte. Der Nico, moin. Ich bin auch leer. Kommst du hier runter auf der Seite oder wo fährst du? Ich komme hier runter rechts, also. Ja, Commander Fox 90. Schön, dass du da warst, ne?
Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, Lerium kann. Lerium kann jetzt zur Strafe flügen alleine hier das Feld, wenn wir alle weg sind. Oh ja, das finde ich gut. Paula, bei dir sind 60 Zuschauer, bei ClassFan 62 Zuschauer. Ja, ich habe ja hier nur den. Bei Matze dauert das alles. Im Bot an und da dauert das ein bisschen, bis das da irgendwie aktualisiert wird. Ich sehe gar nicht, wie viele Zuschauer wir haben. Und so habe ich nämlich nur den Chat ausgeblendet und ja. Erstmal die Standard-Map spielen, damit du weißt, wie das alles funktioniert. Definitiv. Und da fängst du erstmal an und guckst in die Maschinen und was du damit machen kannst, wie sowas funktioniert, weil auf der Standard-Map ist nämlich überall so Hilfe-Buttons und die erklären dir, was du wo machen kannst. Wenn damit fertig ist und da soweit alles weiß, dann kann man auf solche Mod-Maps hier umgehen. Denn kannst du dir mal runterladen, Mod-Hoster zum Anfang sehr, sehr gut, da kannst du die Sachen alle kostenlos runterladen und dann einfach diese Dateien, die du da runterlädst, einfach in Dokumente, MyGames, Farming Simulator, Mods, in den Ordner, da musst du die einfach reinpacken und dann hast du sie sofort im Spiel. Hi Zaro, 2001. Hi Zaro und dann läuft das. Der Stream geht für mich jetzt, oder maximal geht er das noch 17 Minuten. Bis das Feld hier fertig ist. Das Feld hier runternehmen und dann Feierabend. Ne? Genau, dann ist Feierabend für heute. Dann sind wir auf 5 Stunden wieder dabei gewesen. Ja. Und Lerium, der macht bestimmt noch ein bisschen offline hier. Noch ein Silo verdichtet. Ich dafür gerne. Wo ist denn hier der Henker? Er steht hier unten an der Feldeinfahrt. Das denn mit dem lippischen Kennzeichen? Genau, Landwirt in Panik. Oh, perfekt. Ja, Kevin kommt alle in Panik. Ne, Kevin? Ja. Soll ich das gute Zeug jetzt hinfahren? Auf dem Hof. Auf dem Hof, nicht verkauft. Ist er denn voll? Okay. 58%. Dann warte. Was der voll ist. Das musst du nachher zweimal fahren. Oh. Bisschen in den Teil. Ist der Schick. Wo kommt denn der gute? Der fährt da wieder hoch, dann setze ich hier wieder an und dann. 52% haben. Hast du denn, sag mal, an den Dreh-Schemel auch irgendwas gemacht? Nur bei dem eigentlich soweit nicht. Nur ein paar Detailpfade und so. Und bei dem Kampf, da passen ja auch die ganzen Shaders alles nicht da. Weil der immer irgendwie jetzt, sag ich mal, arm und alles viel besser. Was ist das? Ich glaube, an den alten hier, ne? Den ich dahinter habe, mit dem lippischen Kennzeichen. Ja. Kräftiger, meine Meinung. Was war das? Also, da sind die Farben viel kräftiger als vorher. Nö, glaube ich. Das ist der von. Wo habe ich den geladen? Forbidden Mods? Minecrafter. Okay. Ne, wir machen heute auf jeden Fall nicht mehr länger dann. Ja, Thomas, vielen Dank, ne? Und dir auch noch einen schönen Abend. Und ich denke mal, vielleicht sehen wir uns auch in der Woche schon wieder. Mal gucken. Und Emilio, ja, wir spielen alle mit Lenkrad. Alle Mann hier. Der Bauernbub, der Bur und ich haben das G27, oder? Ja. Und du, Kevin, du hast auch das G27? Xbox 360 Controller. Du hast einen Controller. Und knallst wieder mit Vollgas übers Feld. Nee, du hast... Nee. Warum bremst du? Kevin. Danke, so Minecraft. Danke, Minecraft. Aber wir sind seit 2 Uhr dabei. Und das ja, ist, genau. Komm mal in dein Rohrhaus, Matthias, ja, dann kann ich damit länger runter. Irgendwann ist die Konzentration weg. Das ist ein Anhänger. Hänger hast du in der, ne? Wo hast du Hänger? In der Hose. Weißt du Bescheid? Oh Mann, ey. Gab's in meiner Lehre immer einen an der Backe. Ja. Zaro, wir haben keine bestimmten Streaming-Zeiten. Da können wir jetzt leider nicht sagen, wann wir genau wieder streamen oder dabei sind.
Meistens sind wir aber abends, so ab 20 Uhr in der Woche. Genau. Also meistens so alle 2 oder alle 3 Tage. Genau. Dann morgen Abend wahrscheinlich nicht. Muss mal gucken. Ja, das ist immer kurzfristig. Aber am besten auf Facebook seht ihr das immer, wann wir eigentlich immer streamen. Oder werdet, wenn ihr hier gefollowt habt, werdet ihr halt benachrichtigt, ne? Wenn wir live sind. Bist du den Kram da jetzt an den Mitte oder was? Ich? Du kannst gleich hinten, wenn es so breit wird, weißt du, denn ich nehme den Kram gleich alles mit. Komm dir gleich wieder entgegen, du musst nicht ganz hochfahren. Du kannst vorher schon abbrechen, wenn du, ne? Ja, wenn es so breit ist wie mein Schneidwerk, ne? Ja, Nico, den Traktor machst du dir sauber, indem du in den Shop gehst und dann ist da irgendwo so ein Kercher. Den platzierst du dir irgendwo und dann kannst du damit den wieder sauber machen. Genau. Halt mal an. Leer. Der ist leer. Ach so. Brauchen wir jetzt nur noch unten warten. Das müsste eigentlich reichen. Okay, Thomas. Aula, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Ja. Ja, ich glaube, hier oben muss noch mal einer ansetzen. Ne? Das ist noch ein bisschen breiter. Ja, ja, hier werde ich jetzt. Ich drehe mich jetzt, wenn es so breit ist wie mein Schneidwerk. Moment, ab mit der Maschine, ab mit dem Hus, ja. Du hättest doch rein theoretisch jetzt hier das Feld einfach runterfahren können. Dann wärst du doch da schon an der einen Straße. Oder wartest du da oben auf der Ecke? Ich warte hier oben auf der Ecke zum Abtanken. Der Nico 13, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Durch den Bestand. Okay, danke, Minecrafter. Also wir machen öfters, what? Klar, wir machen öfters solche Streams hier. Ja. Gib einfach mal LS15 Big Bags ein, dann guckst du über Bilder. Wow, jetzt leckt das aber. Ich glaube meine. Wo willst du hin, Kevin? Ja, ich wollte mich da vorne an den Rand hinstellen. Kommunikation ist alles. Meistens, ne? Ja. Warte, ich heize nicht, ich fahr 20. Hab ich doch gar nicht gesagt. Hat keiner was gesagt. Ich hab verstanden. Ich habe gesagt, Kommunikation ist alles. Alua, du bekommst nur die Benachrichtigung, wenn wir gerade anfangen zu streamen. Nicht, wenn wir jetzt schon seit längerer Zeit dran sind zu streamen. Aber du bekommst direkt eine Nachricht, wenn wir anfangen zu streamen. Und dann siehst du das ja, wenn wir online sind. Auf der App funktioniert das eigentlich einmal frei. Genau. Diese App musst du dir dann erst noch aufs Handy laden, ne? Aber normalerweise kriegst du auch eine E-Mail. So, mach Kevin voll. Fahr noch mal einmal ein Stück zurück, da ist noch ein bisschen was stehen geblieben. Du kannst, Bauernbub, du kannst ja auf der anderen Seite von mir fahren. Ja. Kannst du mich eben im Fahren leer machen, oder? Du hast doch noch das kurze Stück, oder? Da hinten ist, glaube ich, auch noch was stehen geblieben. Ja, warte. Fahr mal weiter. Der Hänger reißt aber nach hinten, ey. Ja, Mann. Okay, Alua. Alter Vater. Was? Oh, wenn der Camp vollgeladen ist, dann hat er aber ganz schön zu kurbeln hier. So. Ja, warte. Ja, Kevin, du kannst schon zum Hof fahren. Ich bin jetzt leer. Ich fahr hier nur Bauernbub hinterher. Ja. Ich musste die letzten Stunden immer machen. Warum habt ihr dann jetzt gelacht? Kevin. Sonst hocke ich da einfach wieder eine halbe Ewigkeit rum und kann nichts machen. Ja, Minecrafter. Schon mal tschüss. Ja, schönen Rest Pfingstmontag noch. Oh, das Feld aber eigentlich flott runtergekriegt, oder? Mhm.
Anderthalb Stunden, ne? Ich habe jetzt 7,36 Hektar. Ich habe 5,25. Und habe 7,2 Hektar in der Stunde geschafft. Ich habe in der Stunde 6,1 Hektar. Oh, wo ist die Feldauswahl? Also. Kevin. Hat. Bin langsam gefahren. Sag mal, was ich euch fragen wollte. Seid ihr auch an der Game, bei der Gamescom da? Oder was? Hier bei der Gamescom. Wollten wir eigentlich hin, oder? Gamescom? Mhm. Ja. In Köln, die Messe. So. Kennst du doch, oder? Ja. Ja. Ich hatte ja eigentlich auch vor zu dieser LS Community Treffen da. Wolltest du da wirklich hinfahren? Ja, ist doch schon vorbei, oder? Nein. Nee, das ist am 23. Juli. Ja, da musst du doch Karte kaufen, oder? Ja, vor allen Dingen, wir heiraten am 22. Juli. Und wenn ich dann sage, dass ich nächsten Morgen los muss, dann die Hochzeit, die Ehe schneller vorbei als, ne? Ja, ja. Nee, zur Gamescom, ich weiß nicht, ob dieses Jahr. Hast du überhaupt noch Tickets für dieses Jahr? Ich glaube gar nicht mehr, ne? Ich glaube, wenn, dann werden wir das nächstes Jahr anpeilen, weil dann nehme ich mir auch für diese Zeit da schon mal frei. Würde ich auch sagen, nächstes Jahr. Weil dann müssten Matze und ich zusammen da irgendwie 2 Tage auskommen. Lass uns erstmal ein paar Stunden auskommen. Ja, genau. Gleichmäßig. Und dann müssen wir auch T-Shirts haben, ne? Ja. Polo-Shirts. Polo-Shirts. Ja, Polo-Hemd oder ein Hemd. Schöne schwarze. Ich nehme ein schwarzes Polo-Shirt. Ja, ich bin ja aber eher so der sportliche Typ. Ich nehme so einen coolen, kurzen Polo. Der Rastürbahnhof, dort gibt es so gar nicht. Ich? Ja. Ja. Ach. Wer ist da hinter mir? Macht Stress. Was soll denn da? Rupen hier. Dich fährst du eigentlich auch. So schneller. Fanfahrer, ich kann dir den Park gleich mal zeigen. Aruis. Genau. Was ist das denn? Der kippt ja nach hinten aus. Ja, wo soll er sonst ihn auskippen? Oh, könnt ihr mal aufhören zu hupen? Ach nee, das ist. Mach hier. Ich doch gar nicht. Nee, nee, mach ich doch auch hier, nicht. Das ist hier die Bimmelbahn, die fährt bei mir gerade. Aber der sagt was und alle haben schlechtes Gewissen. Scheiß Autorität. Ja, wollte ich gerade sagen. Da bin ich bin auch ein ganz lieber. Hier kann ich ja mit Vollgas durchfahren, weil. Hab ich keine eigentlich Fahrt. Nichts, was mich eigentlich beeindruckt, aber. Oh, 90.000 schon wieder, wa? Abend, oh, was hässlich. Ja. Oh, was hässlich. Hello again. Sagst du Hello again? Ist auch bei Feierabend, wenn der Kevin fängt ihn an zu sehen. Gewidig, Case Warte, Kevin, Optum hier haben wir noch nicht mit drin. Der springt Gut. auch im Multiplayer auf dem Kelly Server. Alter, jetzt habe ich aber manchmal ganz schöne Lags, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Case Optum fand ich echt gut, hätte ich auch gerne drin gehabt, da zum Mais fahren, aber wenn du da einen Anhänger drin hast, dann wie so ein Lowrider, dann springt er immer auf der Hinterhand. Alter, was ist, ey, was ist denn das jetzt? Mach doch mal den Scheiß. Genau. Die Halle hat nur 3 Meter, so. Wenn du da mit 4 Meter Schaufel reinfährst, dann bleibst du hängen. Nee, nee.
Ich hatte die ja schon auf dem Boden abgelegt. Ich wollte gerade den Trecker. Willst du nicht waschen, Chris? Einmal war mein Hinterteil in der Luft. Ich finde das mal ganz schick, wenn die Maschinen mal ein bisschen schädig sind. Wo stellen wir die denn? Die Schneidwerke bei den Anhängern. Ja, also ey Leute, eins muss man sagen, ne, der Modder, der hat natürlich schon Geschmack, ne, dass er jetzt solche Bilder aufhängt. Aber das ist nichts für dich, ich weiß. Hey. Also wir machen jetzt gleich Feierabend bei Let's German. Ja, wo bist du denn? Welche Bilder? Ja, guck mal hier. Ja, das freut uns doch. Wo ist Kevin? Bier. Ach, hier. Hier, komm mal von deinem Trecker runter. Bin auch runter. Ah, nee, du stehst doch hier. Nein, scheiß Synchro. Egal. Vom Bauernbuch mal so ein Wort wie Scheiß gehört? Nabeln! Links. Hat Xbox. Ja, das gibt's auch. Ja, warte, komm mal mit, ich zeig dir noch eins. Seh dich doch nicht, Kevin. Ja, hier, warte mal. Ja, hier. Das ist so richtig. Ja, die sind ein Unterschiff, wo die Drescher waren. Nach dem Blindenmaß hast du das gesehen. Da, wo der, warte mal, wo hier dieser Tankhänger drin steht, da. Ach, da hinten in der Werkstatt. Ja. Ist auch noch so ein gutes Bild. Kann man mal jemand hier die Tür aufmachen? Nee. Bitte? Sekunde. Ja, Kevin, ich guck's mir nachher. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Müsste man sich in echt irgendwie so entscheiden, welchen man nimmt, ne? Ich glaube, ich würde die linke nehmen. Machst du mir mal die Tür von innen auf? Ja. Komm mal. Danke dir. Bitte. Ich hab die gar nicht aufgemacht. Bauernbub, du stehst bei mir noch da vorne irgendwo. Bei den Treckern. Ja. Synchro. Ja, tschö, Zaro. So. Klappe zu, offen tot. Das war doch fein. Kevin ist schon weg. Jo. Was? Kurz vor nichts. Mein LS ist abgestürzt. Oder wieder gut was geschafft heute, oder? So. Ja, in der Tat. Zaro. Tor zu. Wie sieht's bei den Tieren aus? Tiere, Wasser wurde sogar nachgefüllt. Nee, wurde nicht. Fischration. Die Lage sind immer noch 80.000 drin. Ja, allerbest. So, aber dann sage ich an den Stream dann auch schon mal Tschüss. Und ja, schön, dass ihr da wart. Also bei mir sitzt, stehst du noch neben dem 820er Bauernbub. Naja, nee. Gut. Egal. Ja, schön, dass ihr alle da wart wieder, so zahlreich erschienen seid, alle Zuschauer. Und ja, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Feiertag und ja, vielleicht sehen wir uns in der Woche, also nächste Woche oder also diese Woche, ne? Und dann sag ich mal, ich denke auch. Dann sag ich mal, bis denn, ne? Bis denn und schönen Abend euch noch alle. Tschüss. Tschüss.